Am Donnerstagabend begrüßte Bürgermeister Hermann Tölstedt im Delmenhorster Rathaus die Ganderkeseer Faschingsnarren. Ihm wurde gleich von Prinzessin Anke II. Und Prinz Olaf I. sowie den vier Ehrendamen als erstes die Krawatte abgeschnitten. Bei ihrem traditionellen Besuch luden die Narren wieder alle Delmenhorster zum Ganderkeseer Festumzug ein, der am Sonnabend, den 14. Februar, stattfinden wird.